Verdammt. Nicht mal am Sonntag kann man ausschlafen. Hallo, hier ist die Continental. Nein, die Continental, die ist hier, mein lieber Tracy. Oh je. Mir scheint, Sie sind noch nicht ganz wach. Ach, Sie sind es, Mr. Allen. Wo brennt's denn mitten in der Nacht? Na, hören Sie mal, es ist 9 Uhr. Ich ahnte nicht, dass Sie um diese Zeit noch schlafen. Am Sonntag schlafe ich bis in die Puppen. Da hole ich alles nach, was Sie mir in der Woche nicht gönnen. Tut mir leid. Aber heute sind Sie eingeteilt für den Bereitschaftsdienst, mein Lieber. Ja, schon gut, ich bin ganz ohr. Was gibt's denn? Ja, ich wollte Sie bitten, einen Mann aufzusuchen, der vor ein paar Minuten bei mir angerufen hat. Hm. Ich hatte den Eindruck, dass er ziemlich durcheinander war. Wollen Sie das übernehmen? Ein Mann, der durcheinander ist, ist gerade das richtige Sonntagsvergnügen. Und die Adresse? Er wohnt in den Glendon Apartments in der Leavenworth Street. Ja. Sein Name ist Pengburn. Dirk Pengburn. Pengburn, ja. Also dann sehen Sie mal zu, was da los ist. Ja. Übrigens, ich lese hier gerade einen Bericht in der Zeitung, der Sie vielleicht interessiert. Es geht um das Haus in der Turk Street. Ja, den Fall habe ich bearbeitet. Gibt's da was Neues? Der Chinese, dieser Taichun Tao, ist gestern verurteilt worden. Aha, was hat er denn gekriegt? Lebenslänglich. Naja, das war zu erwarten. Und dann wird hier auch das rothaarige Mädchen noch einmal erwähnt, diese Elvira, die ihn damals entwischt ist. Sind Sie eigentlich immer noch hinter ihr her? Nein, das habe ich aufgegeben. Ich soll längst über alle Berge. Also, ich gehe jetzt unter die Dusche, wenn Sie erlauben. Und dann besuche ich diesen Mann, der durcheinander ist. Wie heißt der noch? Pengburn. Birk Pengburn. Schreiben Sie sich den Namen auf. Ja, ja, steht hier, ja. Mir scheint, sind Sie immer noch im Tran. Als ich eine halbe Stunde später ins Glendon kam, stellte sich heraus, dass dieser Pengburn, der meinen Sonntagsschlaf gestört hatte, ein junger Mann von etwa 25 Jahren war, kostümiert wie ein Mandarin mit großen hellgrünen Papageien auf einem Kimono in Lila, darunter ein weinroter Pyjama, alles aus Seide. Ein verwöhnter Junge, ein Verrückter, das war mein erster Eindruck. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Beginnen Sie noch heute mit den Nachforschungen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, sonst geschieht ein Unglück. Das fühle ich. Vielleicht ist es sogar schon zu spät. Ein schrecklicher Gedanke. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich so lange gewartet habe. Ich hoffte immer noch auf eine Nachricht von ihr, aber nachdem sie jetzt auch mein Telegramm nicht beantwortet hat. Bitte, bitte helfen Sie mir. Ich flehe Sie an. Wollen Sie? Wollen Sie? Ja, wenn ich kann. Deshalb bin ich ja hier. Fangen wir doch mal von vorne an, Mr. Pengburn, damit ich mir ein Bild machen kann. Um wen handelt es sich eigentlich? Wer ist die Frau, um die Sie sich solche Sorgen machen? Aber das habe ich Ihnen doch schon am Telefon gesagt. Es geht um Jeanne Delano, meine Verlobte. Oh, entschuldigen Sie am Telefon, das war nicht ich, das war mein Chef. Er hat Sie wohl nicht ganz richtig verstanden. Und wie lange kennen Sie die Dame schon? Seit 2 Monaten. Wir hatten gleich engen Kontakt. Sie hatte meine Gedichte gelesen, damit fing es an. Eine wundervolle Frau, schön und gescheit. Wir lieben uns. Ich wusste nicht so recht, was ich von diesem aufgeregten jungen Mann und seiner romantischen Liebesgeschichte halten sollte. Und ich wurde noch misstrauischer, als ich hörte, dass ich es mit einem Lyriker zu tun hatte. Was ich schließlich aus ihm herausbekam, nachdem er sich etwas beruhigt hatte, war Folgendes. Kurz nach Erscheinen seines neuen Gedichtbandes hatte er einen Brief von einer Dame erhalten, nicht direkt, sondern über seinen Verlag. Sie machte ihm Komplimente. Er antwortete ihr und bedankte sich. Sie meldete sich noch einmal, verwundert darüber, dass er ausgerechnet in San Francisco zu Hause war, wo sie sich erst seit kurzer Zeit aufhielt. Und dann lernten sie sich persönlich kennen. Er war hingerissen von Jeanne Delano. Es dauerte nicht lange, bis er ihr einen Heiratsantrag machte und sie willigte auch ein. Aber vor 14 Tagen war sie plötzlich abgereist. Sie hatte ihm noch einige Briefe geschrieben aus Baltimore, sehr zärtliche Briefe, in denen sie andeutete, dass sie sich dort mit einer hässlichen Geschichte herumzuschlagen habe. Und sie hatte ihm auch ihre Adresse mitgeteilt. Sie erwartete von ihm wenigstens einen Brief pro Tag. Ich habe ihr täglich geschrieben, aber gestern sind alle meine Briefe zurückgekommen mit dem Vermerk Empfänger unbekannt. Ich verstehe das nicht. Aber eins ist mir klar, sie ist irgendwie in Schwierigkeiten. Ich frage mich nur, warum sie ihnen nicht reinen Wein einschenkt. Was soll das heißen, sie habe sich mit einer hässlichen Geschichte herumzuschlagen? Tja, vielleicht hätte ich doch nach Baltimore reisen sollen, um mir Klarheit zu verschaffen. Gestern war ich nah dran, ich hatte mir schon eine Fahrkarte besorgt. Und warum sind Sie nicht gefahren? Ehrlich gesagt, ich hatte Angst. Nein, das ist nichts für mich.
Ich bin sehr ungeschickt in solchen Dingen. Das muss jemand übernehmen, der sich auf sowas versteht. Deshalb habe ich bei Ihnen angerufen. Sie werden es vorsichtig machen, nicht wahr? Es kann sein, dass sie gar keine Hilfe haben will. Ich weiß ja nicht. Aber vielleicht können Sie ihr helfen, ohne dass sie es merkt. Sie schaffen das schon, nicht wahr? Mr. Pengburn, ich würde das ja gern in die Hand nehmen, aber ich weiß nicht recht, ob ich das kann. Warum denn nicht? Nun, unsere Agentur ist sehr penibel. Ich glaube zwar, dass bei dieser Sache alles soweit in Ordnung ist, aber ich muss mich an die Vorschriften halten. Das heißt, ich brauche eine Referenz, wenn ich den Auftrag annehmen soll. Hören Sie mal, ich kann doch nicht mit den Privatangelegenheiten von Jeanne, ich kann doch damit nicht hausieren gehen, das würde sie mir nie verzeihen. Es tut mir leid, aber ohne Referenz ist bei uns nichts zu wollen. Aber Sie finden genug andere Detektivbüros, die nicht so viele Umstände machen. Nein, warten Sie. Ich könnte vielleicht Roy Axford bitten, wenn es unbedingt sein muss. Meinen Sie etwa den Industriellen, den Roy Axford von der Stahlhütte? Ja, er ist mein Schwager. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Also gut, dann werde ich Sie bei ihm anmelden. Nachdem dieser Punkt erledigt war, brauchte ich noch eine Personalbeschreibung der jungen Dame, die ich suchen sollte. Aus den Angaben von Pengburn ergab sich das folgende Bild. Schön, sehr schön, 22 Jahre, wundervolle Figur, ungefähr 1,70, schlank, aber nicht mager, dunkelbraunes Haar, ovales Gesicht, makelloser Teint, Nase klein und regelmäßig, graue Augen, silbergrau. Er hatte auch ein Bild von ihr, sie war wirklich schön. Aber es handelte sich um eine jener stark retuschierten, künstlerischen Aufnahmen, die zu Erkennungszwecken nicht viel taugen. Ach, Sie wollen das Bild mitnehmen? Muss das unbedingt sein? Ja, ich brauche auch noch die Handschrift der jungen Dame. Aber keine Sorge, ich lasse mir nur ein paar Kopien machen, dann bekommen Sie alles zurück. Übrigens, was ich noch fragen wollte, hatte sie Verwandte oder Bekannte hier in San Francisco? Das weiß ich nicht. Und wie war Ihre finanzielle Situation? Auch darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Sowas spioniert man doch nicht aus. Ich weiß nur ganz zufällig, dass sie ein Konto bei der Golden Gate Trust Company hatte. Haben Sie gemeinsame finanzielle Interessen irgendwelcher Art gehabt? Ich meine, hat es irgendeine Transaktion von Geld oder Wertobjekten gegeben, an der Sie beide beteiligt gewesen sind? Nein, nichts dergleichen. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Natürlich müssen Sie die Sache von allen Seiten betrachten, aber glauben Sie mir, Sie verschwenden Ihre Zeit, wenn Sie von der Annahme ausgehen, sie sei eine Abenteurerin gewesen. Mein Gott, verstehen Sie doch. Wir liebten uns. Wir waren glücklich. Von Geld haben wir nie gesprochen. Am Nachmittag besuchte ich Roy Axford in seiner pompösen Villa am Russian Hill. Er galt als einer der erfolgreichsten Unternehmer an der Pazifikküste, beteiligt an vielen großen Firmen der Montanindustrie. Ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Im Übrigen ziemlich salopp und nicht ohne Humor. Meine Frau hat mich schon vorbereitet auf Ihren Besuch. Sie sagte mir, Ihr Bruder habe angerufen, als ich nicht zu Hause war, aber sie sei nicht ganz schlau aus ihm geworden. Es handele sich wohl um so etwas wie eine geheime Mission, nur für mich bestimmt. Er sorgt für Überraschungen, mein lieber Schwager. Was hat er denn diesmal angestellt? Er hat sich verlobt mit einer gewissen Jeanne Delano. Aber die junge Dame ist plötzlich verschwunden. Nun fürchtet er, dass ihr etwas zugestoßen ist und möchte, dass wir sie suchen. Schon wieder mal verlobt. Diesmal mit einer Jeanne. Sie ist die fünfte innerhalb eines Jahres, soviel ich weiß. Und sicherlich habe ich ein oder zwei versäumt, während ich in Hawaii war. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Ich habe ihn um eine Referenz gebeten, weil ich nicht recht wusste, wie ich mit ihm dran war. Ja, streng genommen ist Burke Pengburn, wenn ich so sagen darf, nicht gerade jemand, auf den man sich verlassen kann. Es kommt drauf an, wie streng Sie es nehmen, wenn jemand Liebeskummer hat. Ja, glauben Sie denn, dem Mädchen ist wirklich was zugestoßen? Ich weiß nicht. Zuerst habe ich gedacht, er hat es bloß geträumt, aber in einigen Briefen von ihr sind Andeutungen enthalten, dass irgendetwas nicht gestimmt hat. Ja, dann sollten Sie wohl doch versuchen, sie zu finden. Ich glaube, es kann ihm nichts schaden, wenn er seine Jeanne wiederbekommt. Dann hat er wenigstens für eine Weile etwas, worüber er sich Gedanken machen kann. Nun ja, wenn Sie keine Bedenken haben, Mr. Axford, ich meine, dass es vielleicht so etwas wie einen Skandal geben könnte. Ach, wissen Sie, Burke ist schon in Ordnung. Er ist nur etwas verwöhnt, weil er gesundheitlich immer ein bisschen labil war. Deshalb glaubte man, ihn schonen zu müssen.
Und finanziell ist er ganz gut versorgt. Es bleibt ihm auch noch genug Klimpergeld, um seine Gedichte drucken zu lassen und sich als Kunstsammler zu betätigen, wenn man das so nennen darf. Naja, er nimmt sich ein bisschen zu wichtig. Fühlt sich zu sehr als Dichter, aber im Grunde ist er vernünftig. Mhm. Ja, dann werde ich mich also dran machen. Übrigens, das Mädchen hat ein Konto bei der Golden Gate Trust Company. Ich möchte darüber gerne so viel wie möglich in Erfahrung bringen, besonders wo ihr Geld hergekommen ist. Bei der Golden Gate nimmt man es allerdings sehr genau mit dem Bankgeheimnis. Vielleicht könnten Sie dort ein Wort für mich einlegen, das würde mir die Sache erleichtern. Ja, bitte gerne. Ich gebe Ihnen ein paar Zeilen mit, die Sie dort vorzeigen können. Am nächsten Morgen ging ich zur Golden Gate, ehe sie noch ihre Schalter geöffnet hatte. Ich zeigte die Visitenkarte von Exford vor, auf deren Rückseite geschrieben stand, ich bitte dem Überbringer in jeder Weise behilflich zu sein. Das wirkte wie ein Zauberschlüssel. Der Geschäftsführer, ein weißhaariger alter Herr, sonst immer sehr reserviert, war plötzlich die Hilfsbereitschaft in Person. Bitte, worum handelt es sich denn? Um das Konto von Jean Villeneuve. Ich wüsste gerne, was sich da so abgespielt hat und wo Ihr Geld hergekommen ist. Einen Moment, das werden wir gleich haben. Am besten kommen Sie mit. Ja. Ich zeige Ihnen die Unterlage. Oh, sehr liebenswürdig. Nun, wenn Mr. Exford einen Wunsch hat, er gehört ja zu unserem Aufsichtsrat. Ja. Ja, also, ja, hier habe ich sie. Am 6. vorigen Monats ist Miss Jeanne Delano von Mr. Pangborn hier eingeführt worden. Sie hat mit $800 in bar ein Konto eröffnet. Ja. Danach hat sie folgende Einzahlungen vorgenommen. $400 am 10., 250 am 21., 300 am 26., 200 am 30. und $20.000 am 2. dieses Monats. Alle Einzahlungen, mit Ausnahme der letzten, waren in bar. Und die 20.000? Hier, das ist dieser Scheck. Ach, ein Scheck von Bert Pangborn über $20.000. Ist das häufig vorgekommen, dass er Schecks über solche Beträge ausgestellt hat? Ich glaube nicht, aber ich werde mal nachsehen. Nein, das war eine Ausnahme. Aber ich sehe hier gerade, dass Mr. Pangborn am 1. des Monats $20.000 auf sein Konto eingezahlt hat. Einen Scheck von Mr. Exford. Hm. Diese 20.000 hat er also an Jean Delano weitergegeben, gleich am nächsten Tag. Ja. Und was hat sie von ihrem Konto abgehoben? Hier. Hier ist zunächst ein Verrechnungscheck über $85 am 15. vorigen Monats. Adressiert an Mrs. Clute in der Ashbury Avenue. Eine Mietzahlung. Und dann ein Barscheck über $300 am 20. und noch einer über $100 am 25. Und dann hat sie am 3. dieses Monats alles auf einmal abgehoben. Es waren $21.465. Sie hat das Konto aufgelöst. Nun, eine glatte Rechnung. Vielen Dank für die Auskunft, Mr. Clement. Oh, nichts zu danken. Ich bitte Sie. Es geschah doch auf Wunsch von Mr. Exford. Bevor ich mich auf den Weg zu Pangborn machte, um ihn zu befragen, warum er mir von den $20.000 nichts verraten hatte, ging ich auf einen Sprung ins Büro. Auf meinem Schreibtisch lag ein Telegramm von unserer Filiale in Baltimore, mit der ich Kontakt aufgenommen hatte. Ich wollte es gerade lesen, da steckte der Chef den Kopf durch die Tür. Na, mein Lieber, haben Sie mit diesem Pangborn gesprochen? Ja, ich arbeite schon an der Sache. Aber ich glaube, da ist was faul. Was denn? Was ist faul? Angegebene Adresse 215 North Stricker Street in Baltimore ist ein Waisenhaus. Jean Delano dort nicht bekannt. Nachforschung gehen weiter. Das müssen Sie mir erklären. Ich verstehe kein Wort. Pangborn hat vor 2 Monaten ein Mädchen kennengelernt und hat sich in sie verknallt. Hm. Er will sie heiraten, obwohl er so gut wie nichts über sie weiß. Aber plötzlich verschwindet sie von der Bildfläche. Nachdem sie bei ihm abkassiert hat, wie ich inzwischen festgestellt habe. Ach, davon hat er mir kein Wort gesagt, als er bei mir anrief. Mir auch nicht. Wahrscheinlich schämt er sich, dass er sich so leicht hat rupfen lassen. Und woher wissen Sie das? Das hat eine Kontenprüfung bei der Golden Gate ergeben. Ich habe neuerdings gute Beziehungen. Na nu, wie haben Sie denn das gemacht? Reiner Zufall. Ich habe gestern den Schwager von Pangborn kennengelernt, den großen Roy Exford. Er hat mich mit einer Empfehlung an die Golden Gate versehen. Das ist ja toll. Ein Kontakt mit der Hochfinanz. Ich wusste von Pangborn, dass Jean Delano dort ein Konto hatte. Aber er hat mir verschwiegen, dass er $20.000, die er am 1. dieses Monats von seinem Schwager bekam, schon am 2. an sie weitergegeben hat.
Und am dritten hat sie dann den ganzen Betrag auf einmal abgehoben und hat sich aus dem Staub gemacht. Angeblich nach Baltimore. Aber die Adresse, die sie angegeben hat, stimmt nicht. Es ist ein Waisenhaus. Merkwürdig, die ganze Geschichte. Für Mr. Exford auch nicht gerade angenehm. Aber wenn er einverstanden ist, dass wir den Fall bearbeiten... Ja, ich habe mich gründlich abgesichert, damit er uns keine Vorwürfe machen kann, wenn es Stunk geben sollte. Ohne seine Zustimmung hätte ich mich auf nichts eingelassen. Na dann viel Glück. Das ist ja ein ganz toller Fisch, den Sie da an der Angel haben. 10 Minuten lang klingelte ich bei Pengburn. Nichts rührte sich. Dann kam zufällig der Hauswart die Treppe herauf. Er sagte mir, wahrscheinlich sei der junge Mann die ganze Nacht nicht zu Hause gewesen. Er habe ihn gestern Abend, als er wegging, zum letzten Mal gesehen. Kurz nach 11. Mir blieb also nichts anderes übrig, als mich in Geduld zu fassen und meine Recherchen zunächst woanders fortzusetzen. Ich fuhr zur Ashbury Avenue und besuchte Mrs. Clute, bei der Jeanne Delano gewohnt hatte. Viel Neues kam nicht dabei heraus. Interessant für mich war nur, dass die Koffer der jungen Dame mit einem grünen Speditionswagen abtransportiert worden waren. Das half mir insofern weiter, als ich aus dem grünen Wagen schließen konnte, um welche Speditionsfirma es sich handelte. Und dort verschaffte ich mir dann, was ich brauchte. Die Kontrollnummern der Koffer und den Bestimmungsort. Es war wirklich Baltimore. Ein neuer Hinweis, den ich telegrafisch an unsere Filiale weitergab. Zwischendurch rief ich immer wieder bei Pengburn an. Regelmäßig jede halbe Stunde. Aber er meldete sich nicht. Auch nicht am nächsten Morgen. Da rief ich seinen Schwager an. Entschuldigen Sie, Mr. Exford. Ich habe gestern den ganzen Tag vergeblich versucht, Pengburn zu erreichen. Und heute meldet er sich auch nicht. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Nein. Ich weiß auch nicht, wo er geblieben ist. Wir hatten ihn am Sonntagabend zum Essen eingeladen, weil wir ihm ein bisschen auf den Zahn fühlen wollten, aber er ist nicht gekommen. Meine Frau hat ihn gestern auch mehrmals angerufen. Immer vergeblich. Naja, er ist eben doch ziemlich unberechenbar, der gute Burke. Kann man nichts machen. Wie weit sind Sie denn inzwischen gekommen mit den Nachforschungen nach der schwer geprüften jungen Dame? Nun, immerhin so weit, dass ich den Eindruck gewonnen habe, ganz so schwer geprüft kann sie nicht sein. Bevor sie abgereist ist, hat sie nämlich von Pengburn $20,000 bekommen. $20,000 von Burke? Da muss ich ein fabelhaftes Mädchen sein. Ja, aber wo hat er bloß so viel Geld her? Na, von Ihnen. Von mir? Ja, ein Scheck ausgestellt am 1. des Monats. Von mir einen Scheck bekommen. Ach, was Sie nicht sagen. Dann möchte ich doch vorschlagen, dass wir uns gleich mal zur Golden Gate begeben. Ja, gut. Ich komme, sagen wir in 10 Minuten. Als ich das Büro des Geschäftsführers betrat, war Exford schon dabei, einen Haufen erledigter Schecks durchzusehen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er den gefunden hatte, den er suchte. Tatsächlich, hier ist er. Ein Scheck über 20.000. Von Burke eingezahlt am 1. Diesen Scheck, der meine Unterschrift trägt, den habe ich nie gesehen. Um Himmels Willen. Wie ist denn das nur möglich, Mr. Exford? Ja, das wüsste ich auch gern, Mr. Clement. Ich glaube, wir sollten uns auch mal um das Gegenstück kümmern. Den Scheck von Burke Pengburn für Jean Delano. Und um den Kassierer, der ihn entgegengenommen hat. Moment, ich hole ihn. Also das hätte ich Burke nun wirklich nicht zugetraut. Ich kann es noch immer nicht glauben. Ja, ich war auch sehr erstaunt, als Sie mir sagten, der Scheck sei gar nicht von Ihnen. Mein Gott, wenn meine Frau das erfährt. Sie hält ihren Bruder für ein Juwel. Meint, diese Enttäuschung möchte ich ihr doch gerne ersparen. Also hier ist der Kassierer. Er kann sich genau erinnern an den $20,000-Scheck, der Miss Delano gutgeschrieben wurde. Nicht wahr, Mr. Jones? Ja, ganz recht. Das war ein Scheck von Mr. Pengburn. Er war ja selbst dabei, als sie ihn mir vorlegte, zusammen mit ihrem Kontobuch. Er stand neben ihr. Weiter. Also ehrlich gesagt, ich wunderte mich zunächst, ein ziemlich hoher Betrag für ihn, dachte ich, aber der Kontenführer sagte mir, das gehe in Ordnung, er habe genug Geld auf seinem Konto. Und ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Ich meine, im Verhalten von Miss Delano oder Mr. Pengburn? Nein, nein, sie schienen beide sehr vergnügt, sie unterhielten sich und lachten, wenn ich die Einzahlung das Buch eintrug. Und dann sind sie gegangen, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Na gut, ja, damit wollen wir es genug sein lassen. Ich möchte nicht, dass noch viel Aufhebens davon gemacht wird. Ja, ja, ich verstehe, Mr. Exford. Ganz wie Sie wünschen. Und was machen wir mit dem Scheck? Keine Sorge, Mr. Clement. Den Scheck werde ich natürlich honorieren, aber in Zukunft sollte meine Unterschrift wohl doch etwas genauer geprüft werden. Oh, darauf können Sie sich verlassen, Mr. Exford. Nach dieser Erfahrung...
Kommen Sie, wir fahren mal zum Glendon, Mr. Tracy. Mal sehen, ob wir in seiner Wohnung nicht irgendwas finden. Ich meine, irgendeinen Hinweis. Genau das habe ich auch vor. Aber natürlich ist es mir lieber, wenn Sie dabei sind. Ich weiß auch gar nicht, ob der Hauswart mich überhaupt in die Wohnung lässt. Kein Problem. Ich kenne ihn. Mir liegt viel daran, dass wir Burke möglichst schnell aufstören. Aber so, dass es keinen Skandal gibt. Allein schon wegen meiner Frau. Und was das Mädchen angeht, der Teufel soll sie holen, aber wo sie ist, da ist er ja wahrscheinlich auch. Ja, ja, durchaus möglich, dass er inzwischen wieder aufgetaucht ist. Oder sich irgendwo mit ihm verabredet hat. Das wäre eine plausible Erklärung für sein Verschwinden. Ja, ganz recht. Wir müssen uns also auch überlegen, wie wir mit dem Mädchen verfahren wollen. Ich möchte nicht, dass Sie sich besonders bemühen, die $20,000 von ihr zurückzubekommen. Wie gesagt, ich möchte alles vermeiden, was Aufsehen erregen könnte. Mir geht es nur darum, dass wir Burke finden, bevor er weitere Dummheiten macht. Mhm. Ich verstehe. Aber wenn Sie die falsche Sorte von Aufsehen vermeiden wollen, dürfte es wohl das Beste sein, sich von vornherein für die richtige Sorte zu entscheiden. Hm. Wie meinen Sie das? Nun, geben wir doch einfach bekannt, dass Burke Pangburn verschwunden ist. Bringen wir sein Bild in die Zeitungen. Man wird ihn groß herausstellen, er ist ihr Schwager und ein Dichter. Das genügt für eine entsprechende Schlagzeile, die sehr hilfreich sein könnte. Ich meine... Um Himmels Willen nur das nicht. Und wenn wir nun ausgehen von seinem Gesundheitszustand, seiner labilen Konstitution, das würde doch wohl mit dem übereinstimmen, was Sie mir erzählt haben. Wir könnten sagen, er sei krank gewesen. Und deshalb befürchteten wir, dass er irgendwo tot umgefallen ist oder irgendeinen psychischen Knacks bekommen hat. Dann wäre es gar nicht nötig, etwas von dem Mädchen oder von dem Geld zu erwähnen. Hm. Ich gebe zu, das ist etwas für sich, aber... Es wäre jedenfalls weniger peinlich als die Wahrheit, auch für Pangburn, wenn sich so umspricht, dass er verschwunden ist. Und irgendwie kommt es ja doch raus. Ja, das ist wohl anzunehmen, aber vielleicht finden wir doch etwas in seiner Wohnung, was uns weiterhilft. Wir durchsuchten die ganze Wohnung, kramten alles aus, was an Briefen und Papieren zu finden war, aber es war nichts darunter, was irgendein Licht auf sein Verschwinden geworfen hätte. Und in der Abstellkammer standen alle seine Koffer. Jedenfalls war Exford der Meinung, dass keiner fehlte. Nach einer geplanten Reise sah das nicht aus. Wir konnten uns keinen Reim darauf machen. Und nun war Exford schließlich doch bereit, auf meinen Vorschlag einzugehen. Am nächsten Morgen erschien in allen Zeitungen das Bild von Burke Pangburn, versehen mit einem entsprechenden Text. Das ist ja ein toller Wirbel, den Sie da veranstalten, mein lieber Tracy. Ein junger Poet, bisher kaum bekannt, macht Schlagzeilen durch sein rätselhaftes Verschwinden. Das haben wir noch nie gehabt. Ist denn schon was dabei herausgekommen? Irgendwelche Hinweise? Massenhaft, fragt sich nur, was dran ist. Dutzende von Leuten, die ihn an Dutzenden von Stellen gesehen haben wollen, haben sich bei den Zeitungen gemeldet. Ich werde wohl Überstunden machen müssen, wenn ich das alles nachprüfen will. Na dann viel Vergnügen. Wir haben ja einen potenten Auftraggeber, der alles berappt. Übrigens, er hat schon angerufen. Bei ihm hat sich auch einer gemeldet, der Pangburn gesehen haben will. Einer von seinen Angestellten. Wo und wann soll das gewesen sein? Das hat er mir nicht gesagt. Er meinte, es wäre wohl das Beste, dass Sie den Zeugen selbst befragen. Hm. Ja, das lässt sich vielleicht telefonisch erledigen. Ich will es mal versuchen. Ja. Na, hallo, hier Tracy von der Continental. Ich möchte Mr. Exford sprechen. Es handelt sich um den Zeugen, den ich befragen soll. Ja, ich weiß Bescheid. Das ist Mr. Fawn, ein Mann im Lohnbüro. Am besten sprechen Sie zunächst mal mit ihm, wenn es Ihnen recht ist. Ja, also gut, geben Sie ihn mir. Moment bitte. Ja, hallo, hier Fawn. Ja, Tracy von der Continental. Was möchten Sie von mir wissen, Sir? Bitte wiederholen Sie doch noch mal Ihre Aussage, Mr. Fall. Ich weiß bisher nur, dass Sie Pangburn irgendwo gesehen haben. Wo und wann war das? Am Sonntagabend. Draußen an der Halbmondbucht. Vor einem Rasthaus. Wir hatten dort gegessen und wollten gerade wieder abfahren. Da kam ein roter Sportwagen angebraust, am Steuer eine Frau. Neben ihr ein Mann, der mir bekannt vorkam. Und also schaute ich noch mal hin, als er aus dem Wagen stieg. Es war Mr. Pangburn. Sind Sie sicher, dass das wirklich war? Ja, ganz sicher. Ich habe ihn oft genug gesehen, wenn er Mr. Exford im Büro besuchte. Welches Rasthaus war denn das? Die Weiße Hütte. Aha, ja, die Bude kenne ich. Und um welche Zeit ungefähr? Ja, ich glaube, so gegen 11:30. Hat er Sie auch gesehen?
Nein, ich saß schon im Wagen, als er ankam. Und die Dame am Steuer, würden Sie die erkennen, wenn Sie ein Bild von ihr sehen? Nein, kaum. Ich habe nicht weiter auf sie geachtet. Und mir auch keine Gedanken gemacht über diese Begegnung. Mhm. Bis ich heute Morgen in der Zeitung gelesen habe, dass Mr. Pangburn seit Sonntag nicht mehr gesehen worden ist. Da habe ich mir gedacht, ich muss es melden. Ja, also gut, das wär's dann vorläufig. Jetzt möchte ich gerne Mr. Exford sprechen. Ja, Moment, ich schalte um. Wenn ich richtig verstanden habe, lichtet sich das Dunkel. Unser junger Poet hat sein Mädchen wiedergefunden. Die beiden haben sich da draußen verkrochen, um ihre Flitterwochen nicht zu gefährden, die sie auf Kosten seines Schwagers finanziert haben. Hm. Klarer Fall, wie? Sieht ganz so aus, aber ich weiß nicht, vielleicht ist da doch noch was anderes im Busch. Was denn noch? Hallo, hier Exford. Ja, Tracy hier. Ja. Nun, haben Sie den Mann befragt? Ja, ich glaube, das ist ein Hinweis, dem wir nachgehen müssen. Die Weiße Hütte. Kennen Sie das Lokal? Ja, ich weiß, wo es ist, aber ich war nie drin. Eine finstere Bude, nicht der richtige Aufenthaltsort für Ihren Schwager. Der Wirt ist ein ehemaliger Geldschrankknacker, bekannt unter dem Namen Blechstern Joplin. Der hat genug beiseite geschafft, um gerade im richtigen Augenblick, als die Rasthausmasche dran war, diesen Laden aufzumachen. Naja, eine Goldgrube, aber ein sehr zweifelhaftes Milieu. Ja, und wie kommen wir nun weiter? Ich meine, was haben Sie vor? Noch wissen wir nicht, ob Pangburn sich dort überhaupt wieder blicken lässt. Ob er nur zufällig dort war. Oder ob er ein regelmäßiger Gast ist, das müssen wir erstmal feststellen, möglichst unauffällig. Es könnte sogar sein, dass er dort wohnt. Er wäre nicht der Erste, den Joplin bei sich versteckt hat. Ich selbst kann nicht hingehen, weil Joplin mich kennt. Aber ich habe einen Mann, den ich für ein paar Tage hinschicken kann. Dann werden wir weitersehen. Hm. Naja, ganz wie Sie es für richtig halten. Ich hoffe nur, es dauert nicht allzu lange. Ich melde mich wieder, Mr. Exford, sobald sich irgendwas Neues ergibt. Ja. Ja. Also, dann will ich mich mal nach einem Mann umsehen, den ich in die Weiße Hütte schicken kann. Und an wen haben Sie da gedacht, mein lieber Tracy? An ein Subjekt, dem Sie das Lokal verboten haben, Chef. An Porky Grout. Wenn dieser Name genannt wurde, zuckte der Chef jedes Mal zusammen. Das belustigte mich immer wieder. Zugegeben, ein dubioser Zeitgenosse dieser Porky Grout. Ein Dieb und Betrüger, noch dazu rauschgiftsüchtig. Ein völlig haltloser Bursche, der sehr großspurig auftrat, stolz darauf, in der Unterwelt zu Hause zu sein, obgleich er dort eigentlich nur als komische Figur betrachtet wurde. Aber gerade das war für unsere Zwecke ein Vorteil. Niemand beachtete ihn weiter, man hielt ihn einfach für zu feige, um gefährlich zu sein. Und also konnte er unbehelligt hingehen, wo er wollte. Er brachte mir Informationen, die sonst nicht zu haben gewesen wären. Wenn ich ihn sprechen wollte, zog ich mich in meine Behausung zurück, rief seine Stammkneipe an und ließ ihm ausrichten, er möchte sich doch mal bei Jack melden. Dann wartete ich bei unverschlossener Tür, bis er angeschlichen kam. Na, was ist denn? Geht's mal wieder nicht ohne mich? Porky, nehmen Sie den Mund nicht so voll, das passt nicht zu Ihrem käsigen Gesicht. Schon wieder bekokst, wie? Schnauze, hab satt dies Gemecker. Wenn ihm mein Gesicht nicht gefällt, kann ich ja wieder gehen. Schon gut, nun setzen Sie sich mal hin und hören Sie zu. Ich habe einen Auftrag für Sie. Habe ich mir beinahe gedacht. Also los, schießen Sie ab. Ich möchte, dass Sie zur Halbmondbucht fahren und sich ein bisschen umsehen in der Weißen Hütte. Ach, bei Blechstern, Joplin? Ja, ganz recht. Das heißt, wenn Sie sich das zutrauen, da ein paar Abende rumzusitzen, ohne unangenehm aufzufallen. Wird dir schwerfallen, aber macht doch nichts aus. Geh überall hin, so oft ich will. Kein Grund, mein Lieber, die Füße auf den Tisch zu legen. Los, runter damit! Was soll denn das? Kommen Sie auf die Tour, wenn Sie eine Fresse? Sag das nochmal, Porky. Ich glaube, ich habe mich verhört. Also, was hast du gesagt? War ja nicht so gemeint. Aber bloß einen Spaß gemacht. Ah, dann setz dich wieder hin, aber nimm dich zusammen, sonst fliegst du raus. Ja, sieh dir mal die Fotos an. Glaube, den kenne ich, ja. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ah, in der Zeitung. Das ist Burke Pangburn, den suchen wir. Ah, so, dieser Fersemacher, ja. Jetzt fällt's mir wieder ein, der Schwager von dem Millionär. Komische Geschichte von einem Dropout. Kann ich gar nicht glauben. Und die Kesselbiene, wer ist das denn? Seine Freundin, sie heißt Jeanne Delano. Also, hier ist ein Vorschuss, Porky. Zunächst für 2 Tage. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Pangburn und das Mädchen da draußen auftauchen. Es könnte sogar sein, dass sie sich bei Joplin einquartiert haben. Vielleicht können Sie das rauskriegen. Ja, aber doch nicht für die paar Piepen hier.
Soll ich damit was ausrichten, wenn ich in der Bude kein Geld ausgeben kann? Na, hören Sie mal, für 2 Tage ist das doch massig. Davon machen Sie die Hälfte plus. Und wenn der Auftrag ausgeführt ist, bezahle ich Sie anständig, das wissen Sie doch. Nicht mit mir. Nein, diesmal muss mehr dabei rausspringen. Der Millionär soll gefälligst was ausspucken, wenn er seinen Schwager wiedersehen will. Porky, du fährst jetzt zur Halbmondbucht, sonst ist Schluss mit dir. Hast du mich verstanden? Es war immer dasselbe mit Porky. Er war nie zufrieden mit dem Spesenvorschuss. Diesmal war er besonders hartnäckig. Aber schließlich einigten wir uns doch, nachdem ich noch ein paar Dollar draufgelegt hatte. Am nächsten Morgen rief er mich an. Also das hat sich ja mächtig bezahlt gemacht. Ich habe die ganze Bude durchleuchtet, mit allen geredet, die was wissen, und immer wieder auf den Busch geklopft. Da ist was drin, das können Sie mir glauben. Herzlichen Glückwunsch und so weiter. Ich weiß ja, dass Sie fabelhaft sind, Porky. Aber was haben Sie denn nun rausgekriegt? Moment, wie hier gerade erzählen, drängen Sie den alten Mann. Haben Sie Pengburn gesehen? Ja, aber nur ganz kurz. Er holte sich Zigaretten und verschwand gleich wieder. Ist schon seit Sonntag da, hat mir ein Kellner geflüstert. Na, ausgezeichnet. Und das Mädchen? Das Mädchen? Hab ich nicht gesehen. Aber sie wohnt auch in der weißen Hütte, schon länger. Also ein paar Wochen. Soll auch oft im Lokal gewesen sein, als Pinkburn noch nicht da war. Jetzt drücken die beiden sich meistens bei Joplin in der Wohnung rum. Hab ich alles von diesem Kellner. Na, immerhin, das ist doch schon was. Nicht schlecht, Porky. Kleinigkeit für mich. Wenn ich was springen lassen kann, ja? Naja, und dann ist da noch einer, der mir aufgefallen ist. Noch einer? Ja, so ein glattgeleckter, geschneckelter. Sieht aus wie ein Filmschauspieler. Ich glaube, der ist auch mit von der Partie. Wimmelt da dauernd rum, heißt Kilkos. Behalten Sie ihn im Auge, wenn Sie heute Abend wieder hinfahren. Und rufen Sie mich an, Porky, sobald Sie genau wissen, dass Pengburn da ist. Ich meine, dass er wirklich im Hause ist. Es könnte ja sein, dass er mal weggeht. Ach, Sie wollen das Nest schon ausnehmen, wie? Vielleicht. Ich möchte jedenfalls keinen blinden Alarm, wenn ich hinkomme. Dann wäre alles umsonst gewesen. Verstehe, verstehe. Aber ich weiß nicht, ob ich von da aus telefonieren kann, ohne dass die was merken. Wählen Sie die Geheimnummer der Agentur und egal, wer dran ist, sagen Sie nur, ich komme erst spät nach Hause. Das bedeutet dann, dass Pengburn da ist und keiner merkt was. Gut, mach ich. Aber ich brauche noch mehr Pulver. Dringend, ja? Vergessen Sie nicht, das ist eine verdammt teure Bude. Ja. Mal sehen, ob noch was in der Kasse ist, Porky. Der Millionär zahlt erst, wenn wir seinen Schwager da rausgeholt haben. Also melden Sie sich, wenn Pengburn da ist. Es war kurz nach 9, als Porky anrief. Ich hatte mit Exford schon alles abgesprochen. Er hielt sich bereit, um mich abzuholen. Und es dauerte keine 10 Minuten, da waren wir schon unterwegs. Es war ein sehr schneller Wagen, mit dem wir durch die Gegend brausten. An der dunklen Halbmondbucht entlang, zur weißen Hütte. Wir sind gleich da. Sehen Sie, da ist schon das Schild. Noch 300 Meter bis zur Einfahrt. Ich bin gespannt, wie mein Schwager sich verhält, wenn ich da auftauche. Hoffentlich kann ich allein mit ihm sprechen. Ja, ich werde versuchen, Ihnen die Andacht vom Leibe zu halten. Aber ich muss mich erstmal nach dem Mann umsehen, den ich hierher geschickt habe. Am besten warten Sie so lange im Wagen. Hey, Vorsicht! Verdammt, wäre beinahe schief gegangen. Was ist denn da los? Er bremste gerade noch rechtzeitig, um nicht in ein Knäuel von Menschen hineinzufahren, das in der Einfahrt plötzlich vor uns auftauchte. Ich sprang aus dem Wagen und drängte mich durch die Menge. Auf dem weißen Kies lag ein Mann. Das Gesicht nach unten. Eine Wunde im Genick. Ich kniete nieder, um ihm ins Gesicht zu sehen. Es war Pengburn. Nun, was ist? Pengburn. Er ist tot. Erschossen. Mein Gott. Warum denn nur? Warum? Das möchte ich auch wissen. Jedenfalls hat er sich auf Menschen eingelassen, die er nicht durchschaute. Wenn Sie mich suchen, Chef, ich bin hier. Moment, Mr. Exford, vielleicht weiß er was. Wer war das, Porky? Wer hat ihn umgelegt? Ich weiß nicht, Chef, keine Ahnung, wirklich nicht. Wo waren Sie denn, als es passierte? Drinnen. Ich habe auf die anderen aufgepasst. Heute Abend waren alle im Lokal. Saßen in einer Ecke, wo es, naja, so ziemlich dunkel war. Ja. Zuerst nur Pengburn und das Mädchen, dann kam Kilkos dazu und dann auch Joplin. Hatte einen Tisch, wo ich sie beobachten konnte, waren alle ganz fidel, haben gegessen, getrunken, ja, geredet, gelacht, bis Pengburn plötzlich
aufgestanden ist und raus. Warum sind Sie ihm nicht nachgegangen, Pocky? Ja, ich ahnte doch nicht, dass er nach draußen wollte. Hatte keinen Hut gehabt, auch keinen Mantel. Ich dachte, naja, der Junge kommt gleich wieder, muss nur mal pinkeln. Wissen Sie, ich wollte meinen Tisch nicht verlieren. Die Bude war sehr voll. Ich wollte die anderen im Auge behalten. Und dann habe ich einen Knall gehört. Ja, ein Knall, klang wie eine Fehlzündung vom Auto. Hab mir nichts dabei gedacht. Aber dann, ja, hat einer geschrien. Draußen liegt ein Toter. Alle sind raus, war Pinkburn. Sind Sie ganz sicher, dass alle noch am Tisch waren? Joplin, Kilcors und das Mädchen, als Pinkburn erschossen wurde? Ja, ganz sicher. Hab sie doch gesehen. Und wo sind Sie jetzt? Na, oben. In der Wohnung, glaube ich. Im Lokal sind Sie jedenfalls nicht mehr. Ich hab's schon nachgesehen. Na, dann will ich mal raufgehen, mal hören, was Sie mir zu sagen haben. Ehrlich gesagt, ich war ziemlich nervös, als ich bei Joplin anklopfte. Ich wusste aus Erfahrung, dass er ein rabiater Bursche war. Es konnte durchaus sein, dass er mich gleich wieder hinaus beförderte. Schließlich hatte ich ja nichts in der Hand gegen ihn und die beiden anderen. Aber dann gab ich mir einen Ruck, öffnete die Tür und stand ihm gegenüber, dem ehemaligen Geldschrankknacker, einem Koloss mit undurchschaubarem Pferdegesicht. Hinter ihm ein junger Mann, sehr elegant, wahrscheinlich Kilcors. Und dann sah ich ein bildschönes Mädchen, das auf der Armlehne eines Sessels saß. Kein Zweifel, das war Jeanne Delano. Na, was wollen Sie denn hier? Kommt ganz darauf an, was Sie mir zu bieten haben. Hören Sie mal, ich habe keine Lust, mir dumme Redensarten anzuhören. Hier gibt's nichts zu schnüffeln. Oder sind Sie jetzt etwa bei der Mordkommission? Nein, das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Miss Delano mir vielleicht doch etwas zu sagen hat. Sie war mit dem jungen Mann, der hier umgebracht worden ist, eng befreundet, soviel ich weiß. Überlassen Sie das gefälligst der Polizei. Das geht Sie gar nichts an. Ich habe meine Gründe, mich für die Dame zu interessieren, und das weiß sie auch. Nicht wahr, Miss Delano? Und ich sage Ihnen, lassen Sie die Dame in Ruhe. Sie ist ganz durcheinander, das sehen Sie doch. Ich hatte sie genau beobachtet. Sie lächelte spöttisch, den Mund halb geöffnet. Ich sah ihre weißen Zähne. Kleine, scharfe Raubtierzähne. Und plötzlich ging mir ein Licht auf. Das war das Mädchen aus der Turk Street. Nach ihr hatten wir monatelang vergeblich gesucht. Damals hieß sie Elvira, war rothaarig, jetzt war sie dunkelblond. Aber ich hatte sie erkannt an ihrem Lächeln. Und auch an ihren Augen, die Pinkburn als silbergrau bezeichnet hatte. Mich erinnerten sie allerdings mehr an Stahl als an Silber. Hier war Vorsicht geboten. Ich griff zum Revolver. Was soll das heißen, hier den Revolver aus der Tasche zu ziehen? Das will ich Ihnen gern sagen. Ich habe die Absicht, dieses Mädchen der Polizei zu übergeben. Sie war an einem Raub beteiligt, bei dem ein Bankbote ermordet wurde. Und es spricht einiges dafür, dass sie auch bei diesem Mord hier ihre Hand im Spiel hatte. Kaum hatte ich das ausgesprochen, da hörte ich hinter mir ein Geräusch. Im selben Augenblick ging das Licht aus. Ich war auf alles gefasst und wechselte rasch den Platz. Mit dem Rücken zur Wand kauerte ich mich nieder, die Waffe in der Hand, sozusagen in Wartestellung. Mir blieb nichts anderes übrig, es war stockdunkel. Und wieder ein Geräusch, ein kurzes Knacken. Nicht kräftig genug für das Spannen eines Revolvers, aber es konnte das Aufklappen eines Messers sein. Ich wusste, dass Joplin eine Vorliebe für diese Waffe hatte. Dann ging alles blitzschnell. Er packte mich an der Schulter, drückte mich mit seinem Leib gegen die Wand. Ich stieß ihm meinen Revolver in die Seite. Er stöhnte und wich zurück. Gleichzeitig hörte ich ein heiseres Flüstern. Na komm, Kleine, los, komm, mach schon, los, komm her, bevor es zu spät ist. Jetzt habe ich ihn. Ihr könnt abhauen. So blind, ich warne dich. Bleib mir mit deinem Messer vom Leib, sonst... Verdammt! Mich hat's erwischt. Reiner Zufall, dass ich heil davonkam. Nur meinen linken Ärmel hatte er mir aufgeschlitzt. Der Arm blutete, aber es war nicht weiter schlimm. Als ich die Treppe runterlief, kam mir unten ein Kellner in die Quere. Ich weiß nicht, ob es seine Absicht war, mich aufzuhalten. Jedenfalls knallte ich ihm den Griff meines Revolvers ins Gesicht und lief weiter, quer über die Tanzfläche zum Ausgang. Dort musste ich noch einmal um mich schlagen, weil Leute hereinkamen und mir den Weg versperrten. Dann war ich draußen. Gerade in dem Augenblick, als ein Wagen davonbrauste. Ich sah nur noch das rote Rücklicht, das ostwärts in die Bezirksstraße einbog. Hallo, Mr. Exford. Ich brauche Ihren Wagen. Bitte. Hier ist der Schlüssel. Wo wollen Sie denn hin? Na, hinter dem Mädchen her. Ich weiß jetzt, wer sie ist. Sie darf uns nicht entwischen. Übrigens, damit Sie Bescheid wissen, dieser Joplin ist mit dem Messer auf mich losgegangen. Ich musste schießen. Es war Notwehr.
Als ich auf freier Strecke war, tauchte das rote Rücklicht wieder auf. Noch 2 Kilometer, höchstens 3, dann konnte ich den Wagen eingeholt haben. Ich drückte kräftig aufs Pedal, ein Schlussgalopp. Und dann passierte etwas, womit ich nun wirklich nicht gerechnet hatte. Mitten auf der Straße stand ein Mann, beide Arme vorgestreckt, mit 2 Pistolen bewaffnet. Er schoss auf mich, auf meinen Wagen, dieses metallene Ungetüm, das auf ihn zuraste. Das Ende sah ich nicht, ich machte die Augen zu. Aber ich hatte ihn erkannt. Porky. Das war Porky. Er hat sich geopfert für das Mädchen. Sie hat ihn eingewickelt. Noch einer, der auf ihr Konto geht. Er hat sich raufgeschlichen und das Licht ausgedreht, um sie zu retten, und dann hat sie ihn mitgenommen. Wirklich toll, diese ganze Geschichte. Porky Grout, dieser Feigling, dieses schleimige Reptil, wollte plötzlich den Helden spielen. Muss bekokst gewesen sein, sonst hätte er das nicht fertig gemacht. Verdammt, jetzt fangen die auch noch an. Ich glaube, am besten halte ich Abstand, bis wir in die Stadt kommen. Da habe ich mehr Chancen. Verdammt luftig ohne Windschutzscheibe. Inzwischen hatte ich den Suchscheinwerfer eingeschaltet. Es war ein offener Sportwagen, wie sich jetzt herausstellte. Am Steuer das Mädchen, auf dem Sitz neben ihr Kilcors. Noch immer nach mir zielend, aber nun geblendet durch meinen Scheinwerfer. Er schien auf das Mädchen einzureden. Und schon reagierte sie. Der Wagen verringerte sein Tempo, fuhr im Zickzack und stellte sich quer. Die Lichter gingen aus. Dann verschwanden die beiden rasch hinter dem Fahrzeug, das sie offenbar als Barrikade benutzen wollten. Was nun? Ich bremste scharf und hielt an. Im selben Augenblick knallte es wieder, mein Suchscheinwerfer zitterte heftig, aber noch blieb er heil. Ich wartete auf den Treffer und benutzte die Zeit, um rasch meine Schuhe und den Mantel auszuziehen. Die 3. Kugel zerschmetterte die Lampe. Nun schaltete ich auch die anderen Lichter aus, sprang aus dem Wagen und lief auf Socken über den Asphalt. Ein alter Trick, der sich auch diesmal bewährte. Es war stockfinster. Also pass auf, Jane. Ich werde versuchen, ihn vom Grabenhaus fertig zu machen. Du gibst mir Deckung, wenn ich über die Straße krieche. Leicht gesagt. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ich kann ihn nicht sehen. Naja, du bist noch geblendet. Gleich werden deine Augen wieder funktionieren. Los, schieß auf alle Fälle mal nach seinem Wagen, damit er beschäftigt ist. Hallo, du! Hast du ihn erwischt? Kilcors, wo bist du? Hey, sag doch was! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Kilcors! Hilf mir! So, jetzt ist Schluss mit dem Feuerwerk! Los her mit dem Ding! Und machen Sie keine Geschichten, sonst schieße ich Ihnen eins Ihrer schönen Beine weg! Kommen Sie, wir wollen Licht machen, damit es hier keine Karambolage gibt. Schließlich sind wir nicht die Einzigen auf dieser Straße. Wo ist Kilcors? Da liegt er. Tot? Ja, ich hätte ihn lieber lebendig gehabt, aber im Dunkeln ist das so eine Sache, wenn man von 2 Seiten bedroht wird. Armer Kilcors. Ja, ja, armer Kilcors, armer Pengburn, armer Bankboot, armer Porky und so weiter. Dann werden Sie bloß nicht weinerlich, mein liebes Kind, das passt schlecht zu Ihnen. Los, kommen Sie, wir fahren mit meinem Wagen. Wohin denn? Nach Redwood City zum Bezirksgefängnis. Ich hielt sie am Handgelenk fest, bis ich sie in den Wagen befördert, die Scheinwerfer eingeschaltet und den Motor angelassen hatte. Und ich ließ sie erst los in dem Augenblick, als ich wieder in meine Schuhe hineingeschlüpft war und Gas geben konnte. Lieber vorsichtig sein, als noch einmal schießen zu müssen. Kaum waren wir richtig in Fahrt, da spürte ich, dass sie mich beobachtete. Ich gab mir alle Mühe, ein abweisendes Gesicht zu machen. Aber das schien sie nicht zu beeindrucken. Sie legte ihre Hand auf meinen Unterarm und lehnte sich zu mir herüber. Hören Sie, ich möchte Ihnen was sagen. Könnten Sie mich mal anhalten? Kommt ganz darauf an, was Sie mir zu sagen haben. Mich interessiert nur, wer schuld ist am Tod von Pengburn. Nach Ihrer Meinung bin ich schuld dran, das weiß ich. Aber es ist nicht wahr. Jedenfalls nicht so, wie Sie denken. Bitte, halten Sie an, bei dem Wind kann ich nicht reden. Ja, so. Ein bisschen ungemütlich ohne Windschutzscheibe. Hier ist eine Decke, wenn Sie etwa frieren.
Also, nun reden Sie schon, aber kurz und bündig, sonst fahre ich weiter. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber das wäre alles nicht passiert, wenn Kilkos mir nicht dazwischen gekommen wäre. Er hat mich erpresst. Gerade in dem Augenblick, als ich ein neues Leben anfangen wollte. Ach, was Sie nicht sagen. Ob Sie es glauben oder nicht. Wir wollten heiraten, Burke und ich. Ja, das weiß ich. Eine große Liebe, jedenfalls von seiner Seite. Aber wenn Sie ihn wirklich heiraten wollten, warum sind Sie dann plötzlich verschwunden? Na, weil Kilkos dazwischen kam. Wir begegneten uns ganz zufällig auf der Straße. Ich wollte ihm ausweichen, aber er hat mich sofort erkannt. Obgleich mich doch sehr verändert hatte. Wissen Sie noch, wie ich aussah, als ich ihn in der Turk Street entwischte? Ja, damals waren Sie rothaarig, aber nicht nur das. Sie hatten ein ganz anderes Make-up. Ich muss zugeben, dass ich Sie wirklich nicht wiedererkannt habe, bis ich Ihre grauen Augen sah. Und dieses spöttische Lächeln. Aber lassen wir das. Was wollte denn nun Kilkos von Ihnen? Zunächst gar nichts. Er wollte nur das Wiedersehen feiern. Aber als ich ihm dann sagte, dass ich heiraten wollte, da wurde er hellhörig und fragte mich aus. Ja, war blöd von mir. Ich hätte ihm sagen sollen, dass ich Burke Pengborn nur einwickeln wollte, um ihn auszunehmen. Dann hätte er mich wahrscheinlich in Ruhe gelassen. Aber dass ich Schluss machen wollte mit der Gaunerei, das ging ihm ganz einfach gegen den Strich. Deshalb hat er mich aufs Korn genommen. Soll das heißen, dass Sie bei Pengborn abkassiert haben, nur weil Kilkos es so wollte? Ja. Er hat herausgekriegt, dass Burke einen sehr reichen Schwager hatte. Und da stellte er mich vor die Wahl, entweder $20,000 oder würde mich hochgehen lassen. Er wusste alles über mich. Die Geschichte mit dem Bankboten und auch, was in der Turk Street passiert war. Er hatte mich völlig in der Hand. Das konnte ich Burke natürlich nicht sagen. Aber als er merkte, dass irgendwas nicht stimmte, habe ich doch einige Andeutungen gemacht. Dass ich in der Klemme wäre und dringend $20,000 brauchte. 3 Tage später hat er mir einen Scheck über diese Summe gegeben. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, wo er das Geld her hatte. Das hat er mir erst am nächsten Tag gestanden. Und dann sind Sie verschwunden mit dem Geld, angeblich nach Baltimore. In Wahrheit nicht ganz so weit. Ja, das war dumm. Hätte Burke nicht allein lassen dürfen. Aber ich war völlig durcheinander, glauben Sie mir. Den wirklich gern. Ich wollte nicht, dass er die Suppe auslöffeln musste. Deshalb habe ich alles versucht, um Kilkos umzustimmen. Aber er war nicht bereit, auf das Geld zu verzichten. Ich wusste mir keinen Rat mehr, wie ich Burke aus der Patsche heraushelfen konnte. Er war ganz elend zumute. Schließlich bin ich dann zu ihm gefahren. Es war am Sonntagabend. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Die ganze Wahrheit. Und trotzdem haben Sie es fertiggebracht, ihn in die weiße Hütte zu verschleppen? Wissen Sie, er war froh, dass ich wieder da war. Alles andere war ihm halb so wichtig. Er war eben ein großzügiger Mensch und hat mich wirklich geliebt. Deshalb hat er ihm den Auftrag gegeben, mich zu suchen. Nur deshalb. Als ich das hörte, habe ich mir gesagt, dieser Schnüffler wird überall herumstöbern. Vielleicht stößt er dabei auch auf den Scheck. Um das zu ersparen, habe ich ihn zu Joplin mitgenommen. Wir wollten da draußen abwarten, wie die Karre läuft. Ob sein Schwager einen Skandal riskieren würde oder nicht. Außerdem hoffte ich im Stillen, wir könnten Kilkos doch noch herumkriegen und alles wieder gerade biegen. Bitte verschonen Sie mich mit solchen Märchen. Sagen Sie mir endlich die Wahrheit. Wie war das heute Abend? Wie ist das passiert? Na, wir waren gerade dahinter gekommen, dass dieser Porky Grout ein Spitzel war. Und da sind wir eben nervös geworden. Vor allem Kilkos. Er hat ihn am liebsten gleich umgelegt. Aber dann bin ich runtergegangen ins Lokal und habe ihn mir gekauft, diesen Porky. Es hat keine 10 Minuten gedauert, da wusste ich alles, was ich wissen wollte. Nicht nur das. Ich hatte auch einen neuen Verehrer, der mir seine Hilfe anbot. Komischer Vogel. Tja. Wir haben uns dann mit Joplin beraten. Er meinte, es wäre wohl am besten für Burke und mich, möglichst schnell zu verschwinden. Und er hat uns seinen Sportwagen zur Verfügung gestellt. Alles schien soweit in Ordnung. Auch mit Kilkos. Ich ging noch rasch in mein Zimmer, um meinen Mantel zu holen, während Burke sich schon auf den Weg zur Garage machte. Ja, und dann ist das passiert. Ich weiß nicht, warum Kilkos das getan hat. Wahrscheinlich war er eifersüchtig. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wie Grips hat er nie gehabt. Er kochte immer leicht über. Den Rest wissen Sie ja. Ich habe Sie gleich erkannt, als Sie da auftauchten.
halt mein Pech, dass gerade Sie es sein mussten. Der einzige Detektiv in San Francisco, der mich kennt. Tja, das war's. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich Ihnen das alles gebeichtet habe, aber irgendwie habe ich Respekt vor Ihnen, kleiner, dicker Detektiv, dessen Namen ich nicht mal kenne. Bitte, lassen Sie das. Nehmen Sie die Hand von meinem Arm. Oder glauben Sie, dass Sie mich auch einwickeln können? Oh, Sie haben wohl Angst vor mir. Und nun werde ich Ihnen sagen, wie es wirklich gewesen ist. Die gefälschte Unterschrift stammt nicht von Pengburn, sondern von Ihnen. Er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was Sie da mit ihm getrieben haben. Aber hören Sie mal, wie kommen Sie denn da drauf? Sie haben sich an ihn herangemacht, weil er einen reichen Schwager hatte. Nur deshalb haben Sie sich für seine Gedichte interessiert. Aber... Und Sie haben es irgendwie fertiggebracht, alles aus ihm herauszuholen, was er über dessen Konto bei der Golden Gate wusste. Dann haben Sie sich heimlich sein Bankbuch angeeignet und haben den von Ihnen gefälschten Export-Check auf sein Konto eingezahlt, weil Sie wussten, dass er unter diesen Umständen nicht angezweifelt werden würde. Am nächsten Tag haben Sie Pengburn mitgenommen zur Bank. Er stand neben Ihnen am Schalter. Deshalb hat der Kassierer auch den 20.000-Dollar-Scheck, den Sie auf Ihr Konto einzahlten, nicht angezweifelt. Diesen Scheck von Pengburn, den Sie ebenfalls gefälscht hatten. Und er selbst hat nichts gemerkt von dem ganzen Schwindel, weil er als Gentleman gar nicht sehen wollte, was Sie da einzahlten. Das wussten Sie, ein gut geölter Trick. Mein Kompliment. Als Sie dann abkassiert hatten, sind Sie erstmal verschwunden. Aber es gab da noch immer ein Risiko, nämlich Pengburn. Wenn sein Schwager ihn wegen des gefälschten Schecks zur Rede stellen würde, was dann? Um das zu verhindern, haben Sie ihn wieder unter Ihre Fittiche genommen. Es war nicht schwer, ihn für das Idyll in der Weißen Hütte zu gewinnen. Er war verliebt in Sie und völlig ahnungslos. Ich weiß nicht, was Sie mit ihm vorgehabt haben. Jedenfalls waren Sie sich mit Kilcors einig darin, dass er zum Schweigen gebracht werden musste. So oder so. Kein Mensch würde dann erfahren, dass er den Export-Scheck gar nicht gefälscht hatte. Und niemand würde auf den Verdacht kommen, dass auch der zweite Scheck nicht echt war. Aber als Porky Grout, dieser verdammte Narr, Ihnen dann verraten hat, dass ich schon unterwegs war zur Weißen Hütte, ja, da gab es einen Kurzschluss. Da wurde Pengburn einfach niedergeschossen. Ja, so sieht die Wahrheit aus. So und nicht anders. Ich habe nicht gewusst, dass Kilcors ihn umbringen wollte. Bitte, glauben Sie mir. Was ich glaube, spielt jetzt keine Rolle mehr. Das müssen Sie mit dem Untersuchungsrichter ausmachen. Jedenfalls sind Sie mitschuldig am Tod von Pengburn. Verdammt. Nicht mal am Sonntag kann man ausschlafen. Hallo, hier ist die Continental. Nein, die Continental, die ist hier, mein lieber Tracy. Oh je. Mir scheint, Sie sind noch nicht ganz wach. Ach, Sie sind es, Mr. Allen. Wo brennt's denn mitten in der Nacht? Na, hören Sie mal, es ist 9 Uhr. Ich ahnte nicht, dass Sie um diese Zeit noch schlafen. Am Sonntag schlafe ich bis in die Puppen. Da hole ich alles nach, was Sie mir in der Woche nicht gönnen. Tut mir leid. Aber heute sind Sie eingeteilt für den Bereitschaftsdienst, mein Lieber. Ja, schon gut, ich bin ganz Ohr. Was gibt's denn? Ja, ich wollte Sie bitten, einen Mann aufzusuchen, der vor ein paar Minuten bei mir angerufen hat. Ich hatte den Eindruck, dass er ziemlich durcheinander war. Wollen Sie das übernehmen? Ein Mann, der durcheinander ist, ist gerade das richtige Sonntagsvergnügen. Und die Adresse? Er wohnt in den Glendon Apartments in der Leavenworth Street. Ja. Sein Name ist Pengburn. Burke Pengburn. Pengburn, ja. Also dann sehen Sie mal zu, was da los ist. Ja. Übrigens, ich lese hier gerade einen Bericht in der Zeitung, der Sie vielleicht interessiert. Es geht um das Haus in der Turk Street. Ja, den Fall habe ich bearbeitet. Gibt's da was Neues? Der Chinese, dieser Tai Chun Tao, ist gestern verurteilt worden. Aha, was hat er denn gekriegt? Lebenslänglich. Naja, das war zu erwarten. Und dann wird hier... Noch einige Briefe geschrieben aus Baltimore. Sehr zärtliche Briefe. In denen sie andeutete, dass sie sich dort mit einer hässlichen Geschichte herumzuschlagen habe. Und sie hatte ihm auch ihre Adresse mitgeteilt. Sie erwartete von ihm wenigstens einen Brief pro Tag. Ich habe ihr täglich geschrieben, aber gestern sind alle meine Briefe zurückgekommen mit dem Vermerk Empfänger unbekannt. Ich verstehe das nicht. Aber eins ist mir klar, sie ist irgendwie in Schwierigkeiten. Ich frage mich nur, warum sie ihnen nicht reinen Wein einschenkt. Was soll das heißen, sie habe sich mit einer hässlichen Geschichte herumzuschlagen? Tja, vielleicht hätte ich doch nach Baltimore reisen sollen, um mir Klarheit zu verschaffen.
Gestern war ich nah dran. Ich hatte mir schon eine Fahrkarte besorgt. Und warum sind Sie nicht gefahren? Ehrlich gesagt, ich hatte Angst. Nein, das ist nichts für mich. Ich bin sehr ungeschickt in solchen Dingen. Das muss jemand übernehmen, der sich auf sowas versteht. Deshalb habe ich bei Ihnen angerufen. Sie werden es vorsichtig machen, nicht wahr? Es kann sein, dass sie gar keine Hilfe haben will. Ich weiß ja nicht. Aber vielleicht können Sie ihr helfen, ohne dass sie es merkt. Sie schaffen das schon, nicht wahr? Mr. Pengburn, ich würde das ja gern in die Hand nehmen, aber ich weiß nicht recht, ob ich das kann. Warum denn nicht? Nun, unsere Agentur ist sehr penibel. Ich glaube zwar, dass bei dieser Sache alles soweit in Ordnung ist, aber ich muss mich an die Vorschriften halten. Das heißt, ich brauche eine Referenz, wenn ich den Auftrag annehmen soll. Hören Sie mal, ich kann doch nicht mit den Privatangelegenheiten von Jeanne, ich kann doch damit nicht hausieren gehen, das würde sie mir nie verzeihen. Es tut mir leid, aber ohne Referenz ist bei uns nichts zu wollen. Aber Sie finden genug andere Detektivbüros, die nicht so viele Umstände machen. Nein, warten Sie. Ich könnte vielleicht Roy Axford bitten, wenn es unbedingt sein muss. Meinen Sie etwa den Industriellen, den Roy Axford von der Stahlhütte? Ja, er ist mein Schwager. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Also gut, dann werde ich Sie bei ihm anmelden. Nachdem dieser Punkt erledigt war, brauchte ich noch eine Personalbeschreibung der jungen Dame, die ich suchen sollte. Aus den Angaben von Pengburn ergab sich das folgende Bild. Schön, sehr schön, 22 Jahre, wundervolle Figur, ungefähr 1,70, schlank, aber nicht mager, dunkelbraunes Haar, ovales Gesicht, makelloser Teint, Nase klein und regelmäßig, graue Augen, silbergrau. Er hatte auch ein Bild von ihr, sie war wirklich schön. Um wen handelt es sich eigentlich? Wer ist die Frau, um die Sie sich solche Sorgen machen? Aber das habe ich Ihnen doch schon am Telefon gesagt. Es geht um Jeanne Delano, meine Verlobte. Oh, entschuldigen Sie am Telefon, das war nicht ich, das war mein Chef. Er hat Sie wohl nicht ganz richtig verstanden. Und wie lange kennen Sie die Dame schon? Seit 2 Monaten. Wir hatten gleich engen Kontakt. Sie hatte meine Gedichte gelesen, damit fing es an. Eine wundervolle Frau, schön und gescheit. Wir lieben uns. Ich wusste nicht so recht, was ich von diesem aufgeregten jungen Mann und seiner romantischen Liebesgeschichte halten sollte. Und ich wurde noch misstrauischer, als ich hörte, dass ich es mit einem Lyriker zu tun hatte. Was ich schließlich aus ihm herausbekam, nachdem er sich etwas beruhigt hatte, war folgendes. Kurz nach Erscheinen seines neuen Gedichtbandes hatte er einen Brief von einer Dame erhalten, nicht direkt, sondern über seinen Verlag. Sie machte ihm Komplimente. Er antwortete ihr und bedankte sich. Sie meldete sich noch einmal, verwundert darüber, dass er ausgerechnet in San Francisco zu Hause war, wo sie sich erst seit kurzer Zeit aufhielt. Und dann lernten sie sich persönlich kennen. Er war hingerissen von Jeanne Delano. Es dauerte nicht lange, bis er ihr einen Heiratsantrag machte und sie willigte auch ein. Aber vor 14 Tagen war sie plötzlich abgereist. Sie hatte ihm auch das rothaarige Mädchen noch einmal erwähnt, diese Elvira, die ihn damals entwischt ist. Sind Sie eigentlich immer noch hinter ihr her? Nein, das habe ich aufgegeben. Ich soll längst über alle Berge. Also, ich gehe jetzt unter die Dusche, wenn Sie erlauben. Und dann besuche ich diesen Mann, der durcheinander ist. Wie heißt er noch? Pengburn. Burke Pengburn. Schreiben Sie sich den Namen auf? Ja, steht hier, ja. Mir scheint, sind Sie immer noch im Tran. Als ich eine halbe Stunde später ins Glenton kam, stellte sich heraus, dass dieser Pengburn, der meinen Sonntagsschlaf gestört hatte, ein junger Mann von etwa 25 Jahren war, kostümiert wie ein Mandarin mit großen hellgrünen Papageien auf einem Kimono in Lila, darunter ein weinroter Pyjama, alles aus Seide. Ein verwöhnter Junge, ein Verrückter, das war mein erster Eindruck. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Beginnen Sie noch heute mit den Nachforschungen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, sonst geschieht ein Unglück. Das fühle ich, vielleicht ist es sogar schon zu spät, ein schrecklicher Gedanke. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich so lange gewartet habe. Ich hoffte immer noch auf eine Nachricht von ihr, aber nachdem sie jetzt auch mein Telegramm nicht beantwortet hat. Bitte helfen Sie mir, ich flehe Sie an. Wollen Sie? Ja, wenn ich kann, deshalb bin ich ja hier. Fangen wir doch mal von vorne an, Mr. Pengburn, damit ich mir ein Bild machen kann.